Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Mabachers Sommergespräch. Also erstmal vielen, vielen Dank für die großartige Unterstützung und das super Feedback zur ersten Sendung. Und bevor wir jetzt loslegen mit der zweiten, möchte ich mich noch, erstens möchte ich kurz sagen, heute 15. Oktober, wählen gehen, okay? Noch zu Kreuzchen, ist wichtig, ist ein Privileg, wir dürfen das machen, wir müssen das nützen. Zweitens möchte ich mich bedanken, auch diesmal wieder, bei die Tischlerei, deine Coworkstätte hier im 10. Bezirk. Es ist ein barrierefreier Coworking Space, 2 Daumen hoch, in der Gudrunstraße und bei der Firma Zeitecht, die den Livestream technisch macht. Vielen Dank an beide und natürlich danke an euch für die vielen Fragen, die reingekommen sind. Und die werden wir jetzt an den Mann bringen. Und damit begrüße ich Herrn Ingenieur Norbert Hofer, Behindertensprecher der FPÖ. Danke Hallo. Für die Einladung. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Danke. Danke. Sie sind zwar bei den Stiegen reingekommen, aber es geht hinten wirklich barrierefrei rein. Es ist toll. Also ich hoffe, dass das viele sehen und dass es auch genutzt wird, weil es eine Spitzenidee ist, das so umzusetzen. Ja, also ich bin ganz begeistert, weil es ist schwer für Selbstständige, im Rollstuhl was zu finden. Und es ist eine Gründerin, die das gemacht hat. Ja, natürlich, ja genau. Eine engagierte junge Dame und ich hoffe, es wird ein großer Geschäftserfolg. Ich hoffe auch. Ja. Gut, wollen Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Norbert Hofer. Ich bin jetzt 46 Jahre alt. Ich lebe im Südburgenland, gemeinsam mit meiner Familie und auch ein bisschen in Wien, also halb in Wien aufgrund meines Berufs. Ich bin einer der drei Präsidenten im Parlament, der dritte Präsident und bin Behindertensprecher meiner Fraktion. Ich habe mit 33 Jahren einen Unfall gehabt beim Paragleiten. Es war zuerst der Befund Querschnitt komplett, es war dann etwas später ein inkompletter Querschnitt. Und seit dieser Zeit beschäftige ich mich sehr mit dem Thema Behinderung natürlich, weil ich jetzt beide Seiten kennengelernt habe, wie das so ist, wenn man ein unvernünftiger junger Hund ist, ja, und dann ein bisschen vernünftiger geworden ist. Aber fliegen tue ich trotzdem schon wieder. Ich bin also schon wieder unterwegs. Also macht mir großen Spaß und ich glaube schon, dass man im Parlament auch für behinderte Menschen viel mehr bewegen kann. Noch eine Frage, und zwar, Sie sind dritter Nationalratspräsident, haben Sie gesagt. Vielleicht können Sie kurz erklären, was macht ein Nationalratspräsident? Also zum Beispiel, wenn der Bundespräsident ausfällt, dann übernehmen die drei Nationalratspräsidenten die Aufgabe. Das haben wir im letzten Jahr gehabt, weil die Wahlen so oft verschoben worden sind. Es war für mich besonders schwierig, weil ich war ja auch Kandidat. Das musst du irrsinnig aufpassen. Es übernimmst du die Funktion, dass du nicht irgendwie etwas tust, was zu Unvereinbarkeiten führt. Das war aber nicht der Fall. Das hat toll funktioniert. Und auch einen großen Dank an Karl-Heinz Kopf und Doris Bures. Die haben das wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Ja, und was macht er noch? Also wir leiten die Sitzungen, wir wechseln uns ab. Immer eine Person 2 Stunden lang. Und wir müssen halt schauen, dass alles, was im Parlament passiert, reibungslos über die Bühne geht. Sie haben selber gesagt, Sie sind Behindertensprecher Ihrer Fraktion. Sie sind auch der zweite Mann in der FPÖ. Ist ja die drittgrößte Partei in Österreich. Sie kämpfen immer drum. Aber das heißt eigentlich ein bisschen Mensch. Wie weit ist da dann noch Platz, ein Behindertensprecher zu sein, beziehungsweise wenn Sie Entscheidungen treffen für die Partei? Wie viel Behindertensprecher steckt da drinnen und wie viel Nichtbehinderter ist drin? Das Tolle ist bei mir, dass ich das Glück habe, dass ich auch programmverantwortlich bin und dass deswegen die Themen, die ich mir vorstelle im Bereich der Behindertenpolitik, auch einfach eins zu eins dann in die Programmatik reinkommen. Ich muss nicht mehr ein bisschen aufpassen, ich habe beim ersten Handbuch Freiheitlicher Politik hat es einen riesigen Teil gegeben, Umweltpolitik und Behindertenpolitik, das waren meine Bereiche und die anderen waren ein bisschen zu kurz gefasst, wir haben das dann gekürzt, weil es einfach nicht zusammengepasst hat. Aber man wird es sehen, also ich habe keine Ahnung, wie die Wahlen ausgehen werden am 15. Oktober, weil die Meinungsforschung tut sich sowieso schwer. Ich bin betriebsblind. Ja. Zu mir kommen dann Leute, die sagen, alles ist super. Dann glaubst du, ja, du machst ein besonders gutes Ergebnis. Es wird sicher gut werden, aber ich kann es nicht genau sagen. Und dann ist die Frage, welche Dinge können wir dann umsetzen in einer Koalition? Und da gibt es schon vieles, glaube ich, was man besser machen kann. Glaube ich auch. Nur kurz zurück auf Ihre Behinderung.
wie sehr schränkt sie jetzt im Alltag ein? Weil sie haben nämlich aufgerollt, barrierefrei aufgerollt, mhm, ein Radiointerview gegeben, mhm, wo sie auch gesagt haben, sie haben voriges Jahr mit dem Wahlkampf, mhm, zum Bundespräsidenten auch gezeigt, was ein behinderter Mensch jetzt, mhm, leisten kann. Mhm. Und das wollten sie auch, dass das ein positives Beispiel ist. Ja. Um zu sehen, was kann man, mhm, denen zubauen. Wie sehr schränkt sie ihre Behinderung jetzt wirklich jetzt ein im Alltag? Also zuerst einmal, es war im vorigen Jahr der härteste und längste Wahlkampf in der Geschichte Österreichs. Okay. Und immerhin schafft man das auch mit einer Behinderung. Es war zu schaffen. Das war das Erste. Das Zweite, wie schränkt es mich ein? Natürlich, gewisse Dinge kann ich nicht machen. Also wenn es jetzt heißen würde, ich sollte eine Wanderung mit Journalisten unternehmen, das ist eben halt nicht möglich. Im Alltag geht alles. Das Einzige, was für mich oft schwierig ist, ich habe chronische Schmerzen. Das ist mir geblieben. Mhm. Und da muss ich halt drauf, auf einige Dinge besonders achten, weil es oft in der Nacht passiert. Und wenn ich dann wirklich die halbe Nacht unterliege mit einem Schmerz, dann bist du am nächsten Tag so geschlaucht, dass du nichts weiterbringst. Und ich merke, es gibt gewisse Dinge, da ist der Schmerz, das beeinflusst den Schmerz stärker. Also wenn ich übertreibe bei irgendwelchen Übungen, ja, Therapieübungen, die ich mache, das macht den Schmerz oft stärker. Aber man lernt halt auch mit der Zeit, mit allem umzugehen. Mein Vater hat zu mir gesagt, nach meinem Unfall, du wirst sehen, du wirst lernen, damit umzugehen. Und genauso ist es auch. Ja, das ist was, das, ja, muss man erst erfahren, um es zu wissen. Ja, sicher. Es ist schon ein großer Einschnitt im Leben. Ich kann mich gut erinnern, so die ersten Tage, dass ich zuerst früher Marathon laufen, ja, Trauchen fliegen, Paragliden, also lauter wilde Sachen. Dann sind einige Dinge ein bisschen anders, dann geht das alles nicht mehr. Und ich habe auch schon Paragliden gemacht. Ja? Ja. Wo denn? Fragen Sie mich nicht mehr. Es war hoch, es war kalt und ich habe dann doch die Hosen voll gehabt. Und wie war es? Also, es ist schon lässig, oder? Ich meine, es war schon ein cooles Erlebnis, ja. Aber dadurch, dass ich ja auf einer Person oben hänge und nicht mitlaufen kann, ist es natürlich dann eine ganz andere Geschichte. Aber zwar kurzes, aber intensives Erlebnis. Lässig. Ja. Sie haben auch gesagt in dem Interview, und da sind wir schon am ersten Punkt, selbstbestimmt leben, dass für Sie ein wichtiges Ziel Ihrer politischen Arbeit ein selbstbestimmtes Leben ist. Was ist ein selbstbestimmtes Leben für Sie? Dass ich einfach über alles, was ich tue, selbst entscheiden kann. Ich habe einige Zeit Behindertenheime geprüft. Das war ein Job, den ich einige Zeit ausgeübt habe. Und da war auch immer der Punkt, kann ich mir meinen persönlichen Lebensraum so einrichten, wie ich das will? Das ist ein ganz ein kleiner Bereich des selbstbestimmten Lebens. Kann ich dafür Sorge tragen, dass ich einen Beruf habe und selbst ein Einkommen erziele? Damit ich mir auch meinen eigenen Pensionsanspruch erwirtschaften und erarbeiten kann. Kann ich entscheiden, mit wem ich mein Leben verbringen will, ob ich heiraten kann oder nicht. Das ist vor allem bei Menschen mit Lernbehinderung oft eine ganz, ganz schwierige Sache. Also alles das, was eigentlich ein Mensch auch tut, der eben keine Behinderung hat. Und es ist oft so, dass Leute, die keine Behinderung haben, und bei mir war es ja auch 33 Jahre so, glauben, man muss jetzt unbedingt jemandem, der Behinderung hat, helfen. Aber die Hilfe soll nicht so sein, dass man sagt, ja, und ich muss jetzt das und das tun. Die Hilfe muss sein, dass man den Rahmen schafft, damit ich mir selbst helfen kann. Und da müssen viele noch umdenken. Zum Thema Rahmen, Sie haben in dem Radiointerview gesagt, Pflegegeld erhöhen und valorisieren, ist für Sie wichtig. Ich glaube, das steht da im Wahlprogramm drin. Ja. Und Sie haben auch noch geschrieben, dass persönliche Assistenz für Sie wichtig ist. Ja, bei der persönlichen Assistenz bist du jetzt davon abhängig, was dir zugestanden wird oder nicht. Und ich möchte einfach, dass es einen Rechtsanspruch gibt. Das heißt, es soll genau definiert werden, unter welchen Voraussetzungen gibt es persönliche Assistenz. Dann stelle ich Ihnen einen Antrag, werde ich bekommen, per Bescheid, muss ein Bescheid sein. Oder es wird mit Bescheid abgelehnt. Und der Bescheid, der Ablehnende, kann ich auch bekämpfen. Ich kann einen Einspruch machen, ich kann durch die Instanzen gehen. Jetzt kann ich überhaupt nichts bekämpfen. Ich bekomme es nicht und habe dann einfach Pech gehabt. Also auch da muss Rechtssicherheit gehen. Und beim Pflegegeld, wir haben jetzt 35% Wertverlust mittlerweile. Ja. Und das geht sich einfach nicht mehr aus. Und wir müssen insgesamt bei vielen Leistungen des Staates sagen,
Das haben wir festgelegt, das ist die Höhe und es gibt einfach automatisch eine Inflationsanpassung. Dann braucht man nicht jedes Mal diskutieren, wird es erhöht oder nicht. Die schaut dann immer so aus, es wird ein Politiker eine tolle Maßnahme setzen, es wird jetzt um 10% erhöht, aber vorher hat man den Leuten durch die Inflation 15% weggenommen. Und das soll es in Zukunft in der Form nicht mehr geben. Das ist zwar für die Politiker nicht toll, und falls wir regieren würden, wäre es für uns sogar ein Nachteil, weil wir könnten dann diesen Gag nicht setzen, der jetzt immer gesetzt wird, aber es ist einfach viel vernünftiger, das so zu machen. Sie haben ja vor 6 Jahren schon mitgemacht bei dem, bei dem Beschluss im Parlament, der 5-Parteien-Antrag. Mhm. Was wurde jetzt aus dem eigentlich? Da wurde ja von 5 Parteien beschlossen, dass die Finanzierung der persönlichen Assistenz angegangen werden muss beim nächsten Finanzausgleich. Dieser Antrag ist irgendwie so. Es ist bei diesem Antrag so und wie bei vielen Anträgen auch, dass eigentlich die großen Probleme, die wir gehabt haben in der Bundesregierung, in Österreich vieles verhindert haben. Wir haben 2 Regierungsparteien, die sich überhaupt nicht mehr vertrauen. Die Große Koalition hat nicht nur Schlechtes gemacht, das kann man überhaupt nicht behaupten. Aber vor allem in den letzten Jahren hat es gar nicht mehr funktioniert. Und der Streit hat alles überdeckt. Und mit diesem Streit... Ja, aber da waren 5 Parteien sich einig, dass wir das machen. Wieso ist dann nicht weitergegangen? Es war ein Entschließungsantrag, es wurde aufgefordert und es ist nicht zur Umsetzung gekommen. Wir haben oft im Parlament Beschlüsse, wo wir auffordern, entschließen und dann kommt das nicht so. Also das ist ja auch ein Grundfehler im Parlament. Die meisten Gesetzestexte kommen ja aus den Ministerien, werden dann im Ausschuss beraten und im Parlament beschlossen. Und wir haben viel zu viele echte Gesetzesinitiativen, die aus dem Parlament selbst herauskommen. Mhm. Weil wir dort auch zu wenig an Expertise oftmals haben, weil die ganzen Beamten sitzen mit dem Fachwissen im Ministerium und auch Juristen. Und das war unsere Idee zu sagen, wir wollen den Rechnungshof einbinden, das ist ja Hilfsorgan des Parlaments, dass der Rechnungshof nicht nur sagt, was läuft schlecht in Österreich und was muss man anders machen, sondern auch gleich sagt, das wäre der Weg, um das zu verbessern. Also wenn es ein Bundesgesetz wäre, aufzuzeigen, in welchem Bundesgesetz eine Änderung und welche Änderung, und dann können wir im Parlament viel mehr aus eigener Kraft machen, als das bisher der Fall war. Und das wird einiges ändern. Schön das. Hoffentlich. Ja. Mir ist noch was aufgefallen, und zwar im Wahlprogramm steht, unter unserem Wohnraum wieder leistbar machen. Mhm. Da steht die Formulierung drin, die Anforderungen von Jugendlichen, Familien sowie Älteren oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen sind im geförderten und gemeinnützigen Wohnbau ebenso zu berücksichtigen. Mhm. Warum dieser Begriff Mensch mit besonderen Bedürfnissen? Sie haben recht, ich habe das Wahlprogramm nach Drucklegung gesehen und ich verwende den Begriff Menschen mit besonderen Bedürfnissen nicht, weil wir keine besonderen Bedürfnisse haben. Ja. Aber ich möchte schon um Verzeihung bitten, das sind halt mit bestem Wissen und Gewissen haben die Kollegen das geschrieben, nicht wissend, ja, dass wir, die wir betroffen sind, diesen Betrieb nicht gerne haben. Aber ich glaube, da sind wir auch so, dass wir über sowas halt einfach auch hinwegsehen können. Wesentlich ist, dass halt dann auch das umgesetzt wird, was umzusetzen ist, nämlich leistbaren Wohnraum schaffen. Da haben wir es im Parlament ja auch darüber diskutiert. Die SPÖ hat die Idee gehabt, also bei der Mieten eine Grenze einzuziehen. Ich verstehe diese Idee auch, dass man sagt, es können sich mehr Menschen die Wohnungen leisten. Nur, ich glaube, man darf nicht vermischen, das Private, also wenn jetzt jemand privat eine Wohnung hat und sie vermietet, und den sozialen Wohnbau. Dass die Wohnungen für viele nicht leistbar sind, das ist ja ein Problem im sozialen Wohnbau. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Gemeindewohnungen, wieder mehr Genossenschaftswohnungen. Und dazu muss es eine Zweckwidmung geben bei der Wohnbauförderung. Weil das war der Fehler, den wir gemacht haben in der Vergangenheit. Aber über die dezidierte Barrierefreiheit im geförderten Wohnbau? Also ist das jetzt unter dieser großflächigen Formulierung Bedürfnisse, ist das dann abgedeckt? Das ist damit gemeint, ja. Okay, aber da werden konkrete... Es tut mir leid, dass wir die Kollegen hier so formuliert haben, ja. Nein, die Anforderungen, was der Begriff Barrierefreiheit unter dem Begriff Anforderungen, wenn der Kerl das dezidiert hat gesagt, weil jetzt haben zum Beispiel gestern die Post am Rochus, aus dem neuen Shoppingcenter, hat eröffnet. Ja. Wir haben hinten einen Park mit Spielplatz und man kommt mit Kinderwagen nicht runter. Ja. Und auch im Rollstuhl nicht, weil es keine Rampe gibt. Das ist brandneu
Und das sind einfach solche Formulierungen, die nicht zack, zack. Ja. Und natürlich, da geht es bis zu den Architekten, die genau, Ausbildung. Genau, das habe ich auch im Buch drin. Es muss bei jedem Baumeister, bei jedem Architekten muss es ein großes Feld, Bärefeld geben. Und das heißt ja nicht ein Rollstuhlfahrer. Das heißt auch, wir haben einen Fall gehabt, das ist überhaupt abenteuerlich. Da ging es auch einmal um einen Neubau und die haben wirklich sich bemüht, das toll zu machen und haben deswegen elektrische Türen eingebaut. Ja? Toll. Und haben auch in Blindenschrift dann auf die Tür draufgeschrieben, wohin diese Tür führt, in welchen Raum. Aber auf die elektrische Tür. Wenn du dich der Tür genähert hast, dann ist die Tür aufgegangen und du hast natürlich gar nicht draufgreifen können. Das sind Fehler, die glaubt man gar nicht, dass das der Fall sein kann. Ja. Ja. Also, ja, und ich hab's auch. Ich bin ja auch im Rollstuhl lang herumgefahren. Es hat zuerst geheißen, ich komme nicht raus. Mhm. Und da merkst du erst, und da gibt es Sachen, die denkst du gar nicht. Und du kommst dort nicht rauf und du kommst dort nicht runter und du hast keine Chance, ja, zu einem WC zu kommen. Das, die Klos sind so eng, du kannst dich nicht umdrehen, geht überhaupt nichts. Ich weiß. Das sind also viele Sachen, die nicht funktionieren. Und das wird noch eine Riesenaufgabe. Ja, weil auch die öffentliche Hand, ja, nicht nur im privaten Bereich, auch die öffentliche Hand hat da Riesenversäumnisse. Es ist auf meinem eigenen Gemeindeamt, in meiner Heimatgemeinde, da kommst du nicht rein. Keine Chance. Aber darum geht es mal darum, dass wenn Sie solche Sachen herausformuliert einfach, dezidiert, was da drin steht, Barrierefreiheit ist ein Punkt, und zwar genauso wie leistbarer Wohnraum. Naja. Das finde ich gerade rein. Ich habe es im Buch genau, aber das ist ein vollkommen richtig. Ehrlich gestehen, ich habe das Wahlprogramm angeschaut. Ja, ja. Und im Wahlprogramm ist auch ein Verweis auf, es gibt noch extra Inhalte für Behinderung oder Thema für Menschen mit Behinderung, wo wir auch gleich was vorwegnehmen. Aber gehen wir gleich zur politischen Teilhabe. Mhm. Ich habe gesehen, es gibt nichts für in leichter Sprache. Also ihr Wahlprogramm ist nicht in leichter Sprache verfügbar. Ich bin kein Experte, was mobile Barrierefreiheit betrifft. Ich weiß nicht, ob blinde Menschen damit klarkommen. Aber ich nehme an, die Siri und Co., wir werden es vorlesen können. Aber jetzt, es gibt nichts in leichter Sprache. Stimmt, ja. Und stimmt. Das Parteiprogramm haben wir damals gemacht in leichter Sprache. Da habe ich selber dran, ist nämlich gar nicht so leicht, das zu formulieren. Das Gesamte oder nur wieder Teile? Weil die SPÖ hat zum Beispiel nur die zwei Seiten. Ja. Nein, ich hab's damals, als wir es geschrieben haben, stark abgekürzt, weil nämlich damals eine Anfrage gekommen ist, aber jetzt muss ich gleich zu meinem Mitarbeiter schauen, das machen wir. Ja. Das müssen wir noch hinkriegen vor der Wahl, dass wir das Wahlprogramm umformulieren. Ja. Das machen wir. Anscheinend gibt es den Oberösterreicher Firma dafür. Danke, ja. Machen wir. Ich glaube, Capito hast du. Schreibst du das auf? Danke. Mit C. Weil das ist einfach, sogar mir passiert es. Ja, ist einfach so. Ja. Wie viele Menschen mit Behinderung sind auf der Bundesliste der FPÖ außer sich? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind 8 oder 16 Leute, oder? Das ist eine gute Frage. Und das ist, glaube ich, keiner mehr dabei, oder? Ja, kleinere Behinderungen schon. Ja. Menschen, die auf Pflegegeld kriegen. Aber mit, Menschen mit Pflegegeld. Ab 50%, ja, im begünstigten Bereich, das weiß ich nicht. Müssen wir uns auch anschauen, wie viele das sind. Ja. Ich bin natürlich jetzt mit dem zweiten Listenplatz der am meisten im Vordergrund steht. Wir hätten es fast geschafft, auch dass jemand mit einer Behinderung Bundespräsident wird, war auch spannend. aber eins wird natürlich schon der Fall sein. Also es gibt halt, ich weiß nicht, wenn wir wirklich regieren, welches Ministerium das sein wird, wo ich Verantwortung zu übernehmen habe. Aber das Politikfeld der Behindertenpolitik wird dort sicherlich einfließen. Ich werde bei Regierungsverhandlungen auch dabei sein. Mir ist auch noch aufgefallen, die FPÖ ist ja, kann man unbestritten sagen, König im Social Media. Also Facebook-Auftritt zusammen Mörder. Und Video ist sehr stark, FPÖ TV. Aber auch da wieder packt es nicht ganz durchgehend, was alles untertitelt ist. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich schon die große Ausnahme. Nein, das mag sein, aber es ist noch nicht. Kurze Beiträge auf jeden Fall. Ja, also das ist dann wirklich die große Ausnahme, schon, etwas nicht untertitelt wird. Okay. Also das,
Ich weiß gar nicht, ich habe geschaut, es ist. Ich habe mich jetzt speziell eben mit SPÖ und euch beschäftigt, weil ihr zugesagt habt. Und ich glaube schon, dass ihr eine höhere Quote habt, aber es ist nicht 100%. Und auch auf YouTube darf man nicht im Auto-Untertitel verwenden, weil der ist. Das haut nicht hin. Der ist sehr grob. Ja, wir haben schon darüber geredet, wie schwierig es ist und wie viel Behindertensprecher im zweiten Mann der FPÖ drinnen ist bei Entscheidungen. Und den haben wir auch gehabt, genau. Dann schauen wir jetzt, gehen wir zur Bildung. Ja. Da steht im Wahlprogramm drin, die Erhaltung der Sonderschulen für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und die Eltern, um den Eltern eine Wahlfreiheit im Interesse ihrer Kinder zu ermöglichen. Wie passt das zusammen mit selbstbestimmt Leben, mit Gleichberechtigung? Wie passt das zusammen mit, dass jeder die gleiche Chance haben soll? Also über das haben wir viel diskutiert in der Partei. Das war ein Hin und Her, weil du einerseits natürlich sagst, du hast den Anspruch, dass es die Sonderschulen überhaupt nicht mehr gibt. Das ist das Modell, für das ich großes Verständnis habe. Aber es gibt auch Fälle, wo Eltern sagen, wir wollen diese Sonderschule haben. Wenn das Kind so schwer, so große Probleme hat, dass du eine ganz spezielle Förderschiene in der Klasse haben sollst. Also dort, wo der Wunsch der Eltern da ist, und wir brauchen das unbedingt, da soll es diese Möglichkeit als absolute Ausnahme noch geben. Aber es soll wirklich nur eine absolute Ausnahme sein. Ja, aber wäre es dann nicht gescheiter, wenn man den wirklichen, also wenn man die Kompetenzen erweitert und das Personal aufstockt in den Schulen, weil es ist ja unbestritten, aber es werden Sie wahrscheinlich auch nicht abstreiten, dass es positive Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen hat, wann unterschiedliche Menschen miteinander zusammenkommen. Das war für beide Seiten. Natürlich. Für beide Seiten. Gut, wahrscheinlich ist es gut, wenn man macht eine Mischform, dass du eine Schule hast, wo du zumindest zeitweise das Kind aus dem Unterricht rausnehmen kannst, damit diese besondere Unterstützung gegeben ist. Ich habe einen Freund, lebt in der buckligen Welt, der hat zwei Kinder mit Behinderung und der hat keine Chance gehabt, bei uns in der Region, bucklige Welt, Südburgenland, das Kind in eine Schule unterzubringen, weil das größte Kind, glaube ich, war es, weil da war einfach eine spezielle Therapie notwendig. Das haben die Eltern selbst etwas geschaffen, haben etwas gebaut, damit die Kinder dort vernünftig betreut sind. Es war keine Chance, etwas zu machen. Und ich weiß nicht, was es dann ganz am Schluss dabei rausgekommen ist, wie dieses Projekt dann jetzt weitergeführt wird. Aber da haben wir natürlich noch unglaublich viel zu tun. Und es wird wohl eine Mischform werden. Es liegt ja eigentlich nur daran, dass die Eltern, lustigerweise von beiden Seiten, behinderten Kindern und nicht behinderten Kindern, haben ja Angst, dass ihre Kinder Nachteile haben, weil die anderen zu lang brauchen oder zu wenig gefördert werden. Dann, wie kann man denn denen von der Politik aus entgegenwirken? Oder also, Sie haben Eltern mit behinderten Kindern, die wollen die Kinder in die Schule haben, weil das und das. Ja. Was kann man denen, wie kann man denen eine Integrationsschule oder Inklusionsschule klar machen, eine Schule klar machen? Also Sie meinen, wenn die Eltern das nicht wollen, dass das wie kann man den Eltern die Angst nehmen, dass ihre Kinder in einer Schule mit behinderten und nicht behinderten Kindern schlechter betreut werden? Also erstens glaube ich, dass es geht. Zweitens muss man sagen, wie geht's? Das Personal, klar, muss da sein. Ein riesiger Punkt ist, dass die Lehrer oftmals Probleme haben. Ich habe erst einen Fall gehabt, da ging es um ein Kind mit Diabetes. Und am zweiten Fall, da waren es, glaube ich, epileptische Anfälle. Und es ist der Lehrerschaft schon erlaubt, selbst zu helfen und einzugreifen, wenn was ist, aber unter eigenem Risiko. Das heißt, das Personal haftet dann. Und da muss man schon sagen, also in so einem Fall, wenn es in der Klasse etwas passiert, also wenn es einen epileptischen Anfall gibt, dann muss man schon auch dem Personal ein bisschen entgegenkommen, dass
dort die Schwelle zu helfen und einzugreifen einfach anders angesetzt ist. Und dass auch die Ablehnung nicht da ist, ich traue mich, ein Kind nicht zu unterrichten und zu betreuen, wo es das Problem gibt, denn wenn ich dann helfen muss und ich mache was falsch, dann ist meine Existenz gefährdet. Wie ist das bei Sonderschulen dann? Bei Sonderschulen wird es nicht anders sein. Das Lehrpersonal hat wirklich Probleme. Und da müssen wir schauen, dass es besser funktioniert. Wie kommt der Lehrer dazu, der helfen will, ja, dass er dann, wenn er was falsch macht, und es können Fehler passieren, dass seine Existenz erledigt ist. Auf der anderen Seite darf es auch nicht zu niederschwellig ansetzen, damit der Lehrer auch weiß, ich habe eine Verantwortung, wenn ich helfe. Da müssen wir einen richtigen Weg finden. Das ist sehr schwierig. Ja. Sie haben unter dem Thema Arbeit, findet man für Menschen mit Behinderung nicht wirklich was im Wahlprogramm. Warum? Das Thema Arbeit ist auch wieder da sehr intensiv abgehandelt. ist mir folgender Punkt wichtig. Das ist das Modell, das wir entwickelt haben. Wir haben die Ausgleichstaxe. Bei der Ausgleichstaxe ist aber so, dass sie nicht optimal greift, weil, wenn ich das so höflich formulieren darf, weil andererseits tun sich besonders kleine Firmen schwer, weil die haben am wenigsten Gestaltungsspielraum. Ja. Und die großen Firmen kaufen sich halt viel leichter frei. Ich hätte gerne ein Modell, wo es eine progressive Ausgleichstaxe gibt. Das heißt, beim ersten Menschen mit Behinderung, den ich nicht einstelle, zahle ich einen Betrag. Vielleicht erkläre ich kurz, weil damit die Leute wissen. So. Ja. Also die Ausgleichstaxe ist Geldbetrag, den Firmen zahlen, wenn sie keine Menschen mit Behinderung einstellen können oder wollen, und zwar ab 25 Mitarbeitern müssen sie einen Menschen mit Behinderung einstellen, und sie zahlen dann, wenn sie es nicht tun, 253 Euro, das geht hoch bis 377 Euro bei Unternehmen mit 400 Mitarbeitern. Jetzt soll man das ausgerechnet. Das habe ich im letzten Mal schon gesagt, und zwar bei 400 Mitarbeitern zahlt eine Firma 6.032 Euro im Monat Ausgleichstaxe, also Strafe, wenn sie niemanden einstellen. Und das bei 400 Mitarbeitern, die wahrscheinlich also ein paar Millionen Euro im Jahr Umsatz machen oder mehr. Also ist das eher ein bisschen ein Lehrerklass. Das ist gut formuliert. Also nur damit klar ist einmal, was die Ausgleichstaxe ist. Und jetzt bitte Ihre Nummer. Also ich hätte gerne ein stärker progressives Modell. Das heißt, okay, am Anfang dieser Betrag, gut. Aber dann muss es viel stärker steigen. Weil je größer ich bin, desto mehr habe ich auch in der Organisation, im Unternehmen die Möglichkeit, auf die Behinderung, und jede Behinderung ist anders, bei jedem Menschen, auf die Behinderung des Menschen bei der Arbeitsplatzgestaltung einzugehen. Je größer, desto leichter. Und deswegen muss auch die Ausgleichstaxe pro Person, die ich nicht einstelle, immer höher und höher und höher werden, ja? Damit dieser Anreiz einfach da ist. Und dann kommen die Firmen eh drauf. Also wenn man mal behinderte Menschen beschäftigt hat, kommt man erst drauf, auf was man bisher verzichtet hat. Weil behinderte Menschen, wo ein Teilbereich im Leben nicht so funktioniert wie bei anderen. Ein gewisser Bereich in meinem Leben ist einfach nicht so wie bei anderen Menschen, aber dafür sind die anderen Fähigkeiten meistens viel stärker ausgeprägt. Und da kommen Unternehmen oft erst dann drauf, wenn man die ersten behinderten Menschen beschäftigt hat. Und das müssen wir schaffen. Die Ausgleichstaxe praktisch anpassen. Genau, und zwar durch ein stark progressives Modell. Das heißt, aber es ist doch so, dass das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft sind die Kleinunternehmer. Das heißt, da ist die Masse. Und da wären die eigentlich die Möglichkeiten dann. Ich verstehe natürlich, dass man die jetzt nicht extra mal belasten soll, aber wärst du nicht gescheit, wenn man überhaupt das Ganze anhebt und. Naja, nur bei der Ausgleichstaxe ist es halt so, dass sie alle Betriebe gleich behandelt. Sie stellt nur auf die Mitarbeiterzahl ab und nicht darauf, um welchen Betrieb es sich handelt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Betrieb habe, ein Betrieb ist ein Dachdeckerbetrieb, der wird gleich behandelt als ein Betrieb, der nur Büromitarbeiter hat, in dieser Größe. Also ist es auch da nicht ganz gerecht. Ja? Weil der eine Betrieb tut sie leichter, der andere tut sie weniger leicht. Und das ist halt das, wo es eben nicht funktioniert. Und die öffentliche Hand. Und da würde ich gern ordentlich reinschneiden, weil bei der öffentlichen Hand kauft sich der Staat selbst frei. Wenn dort jemand nicht beschäftigt wird,
zahlt der Staat Ausgleichstaxe an sich selbst. Eine sinnlose Aktion. Wir haben gesagt, ein Lärcherl. Ein Lärcherl-Schatz, genau. So, besser wäre es, wenn man sagt, wenn dieser Posten nicht besetzt wird, dann wird er gar nicht besetzt. Mhm. Und dann wird die Organisationseinheit, die Bezirkshauptmannschaft, die Landesregierung, das Ministerium, was auch immer, großes Interesse haben, weil die Arbeitskraft fehlt, dann dort jemanden zu beschäftigen, der begünstigt wird. Wie schaut es bei den Parteien aus? Ja. Die Parteien sind ja auch Unternehmen, oder? Müssen wir genauso mit reinnehmen, so ist es. Also ich habe in meinem Büro Menschen beschäftigt, denen man es nicht ansieht, ja, dass sie betroffen sind, aber sie sind betroffen. Okay. Ja. Erfüllt die FPÖ die Quote? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Was denn? Bei der FPÖ gibt es ja, es ist ja nicht eine Firma, ja, genau, ja, sondern es sind wieder viele kleine, aber auch das schauen wir an. Ja. Wäre doch eine interessante Zahl. Stimmt, stimmt. Stimmt. Ich habe zum Thema Arbeit noch eine Frage. Mhm. Und da habe ich was vorbereitet. Ich glaube, die Regie kann das einspielen, damit die Zuschauer das auch sehen. So. Und zwar habe ich da ein Plakat. Ja. Da geht es irgendwie um den. Ich muss ja die Brille aufsetzen, sonst. Tiroler Mittelstandsabend. Ja. Und da steht drinnen. Ja, genau, Barrierefreiheit. Totales Rauchverbot, ja, in der Gastronomie ab 2018. Ja. Eine Registrierkassepflicht, Barrierefreiheit. Ja. Altersversorgung und Handelsspannenerhöhung für Trafikanten. Mhm. Also alles Dinge, die dem Unternehmer wehtun. So steht es hier. Ja, das sind Dinge, die schlecht sind für die Unternehmer. Und das ist eine Veranstaltung, wo Sie selbst dabei waren. Ja. Sieht man auch auf dem Foto. Mhm. Und da steht oben, dass Behinderung dem Gastronomen und Trafikanten und den Leuten alle wehtun, weil sie die Barrierefreiheit herstellen müssen. So ist es nicht. Gerade bei behinderten Menschen ist ja, wir haben ja bei den Trafikanten besonders viele begünstigte Behinderte, die ja Trafik übernehmen. Und das Problem bei den Trafikanten ist, dass immer mehr Trafiken zusperren müssen. Ich habe gesprochen mit einem Trafikanten aus Wien, der hat zum Beispiel am Freitag immer verkauft 300 Stück von einer sehr großen Zeitung in Österreich. Und heute sind es nur mehr 6 Stück. Mhm. Bei den Zeitungen werden einfach digital konsumiert. Sie sperren zu, einer nach dem anderen. Und das ist ein riesiges Problem, und da wird darüber gesprochen dort, für behinderte Menschen, weil es immer weniger Trafiken gibt, wo jemand selbstbestimmt als Unternehmer dann tätig sein kann. Bei der Barrierefreiheit ist es so, dass gerade für den Tourismus das Thema Behinderung eine immer größere Rolle spielt, weil wir haben immer mehr Menschen mit Behinderung, und wenn ein Tourismusbetrieb darauf abzielt, auch da Möglichkeiten zu geben, Urlaub zu machen, ist das eine wichtige Angelegenheit. Aber wir sagen auch, genau dort, wo wir investieren sollen in Barrierefreiheit, da soll der Staat mitfinanzieren. Das sind Infrastrukturmaßnahmen, da helfe ich dem Betrieb, aber ich helfe den behinderten Menschen. Also eine Förderung umzusetzen, ist unser extrem hohes Anliegen bei der Barrierefreiheit. Ja, aber noch einmal, bei diesem Plakat sind Dinge aufgezählt, die den Unternehmen schaden. Und zwar bei der Gastronomie, nämlich das Rauchverbot. Das macht es ja nicht schwierig, weil die Gäste aussiegen müssen. Dann die Registrierkassenpflicht, weil man viel Geld kostet und bringt dem Staat jetzt auch nicht das, was er will. Und nein, es sind nicht nur negativ. Wir haben da stehen, Handelsspannenerhöhung für die Trafikanten. Okay, aber ist trotzdem ist die, aber die Barrierefreiheit ist schon in dem, ja, also es ist aber keinen speziellen, aber das ist nicht so gemeint. Ja. Also okay, aber das kommt da nicht raus. Also wenn ich jetzt Behinderten spreche, seit Jahren. Ich habe nicht gefunden, ist mir zugeschickt worden. Und hat jemand, der hat das so verstanden wie ich, dass da die Barrierefreiheit als Hemmschuh gesehen wird. Aber ich kämpfe es im Parlament seit Jahren für die Barrierefreiheit, so ist es wirklich nicht gemeint. Ja. Und es steht ja auch drauf, die Handelsspannenerhöhung für die Trafikanten, weil da der Staat immer mehr verdient und der Trafikant bekommt immer weniger. Ja. Also, verständlich, ich bin auch dafür, dass ich sage, für jeden Hotelbetrieb, das ist dumm, wenn sich nicht darauf einstellt, dass in 15 Jahren immer mehr Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen unterwegs sein werden und müssen und trotzdem viel Urlaub auch wollen. Das ist kurzfristig gedacht. Also. Aber das ist auch so ärgerlich, gerade bei den Tourismusbetrieben. Da gibt es ja die Abschreibungsdauer. Mhm. Abschreiben tust, also wann musst du wieder investieren?
Es haben die bei den Hotels die Abschreibungsdauer auf 40 Jahre erhöht. Also du kannst, das willst du in ein Zimmer neu investieren, das betrifft auch die Barrierefreiheit. Wie haben die Zimmer vor 40 Jahren ausgeschaut? Also du musst dir, normalerweise musst du in ein Zimmer alle 7 bis 8 Jahre investieren und das neu herrichten. Und der Staat sagt 40 Jahre. Okay. Also das ist unsinnig. Also das muss man auf 7, 8, 10 Jahre, wenigstens 10 Jahre verkürzen, damit die Betriebe auch wirklich investieren können. Okay. Ja. Gut, dann hätten wir noch den. Ich schaue es wie Sie, Ihre Kamera. Mhm. 3 fette Gründe, warum das Kreuzchen bei der FPÖ gemacht werden soll, am 15. Oktober. Ja, das betrifft jetzt gar nicht nur behinderte Menschen, sondern ja, soll ja alle betreffen, behinderte genau, ja, Menschen ja. und nicht behinderte Menschen. Aber halt, weil, hier geht es schon, warum, ja, ich sag, warum behinderte ja, Menschen ja. die FPÖ wählen sollen. Nein, aber es gibt einen, den wichtigsten Punkt ist für mich, das betrifft alle die Frage der direkten Demokratie. Also wir hätten gern, dass Österreich sich weiterentwickelt in eine Form der direkten Demokratie wie in der Schweiz, damit man selbst bestimmen kann. Auch das ist eine Form der Selbstbestimmung, wo man nicht nur von Politikern abhängig ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt, und das betrifft jetzt uns behinderten Menschen direkt, Pflegegeld, dass es zu einer Wertanpassung und Inflationsabgeltung kommt. Und der dritte wichtigste Punkt ist die Frage der persönlichen Assistenz. Rechtsanspruch. Das heißt, es gibt klar definiert, wann steht mir das zu und wenn es zusteht, dann muss ein Bescheid kommen, der klar sagt, ich bekomme persönliche Assistenz. Da muss ich jetzt nämlich nachfragen, Assistenz soll die auf Länderebene bleiben oder soll das Bund werden? Ich hätte es gerne als Bundes, ich hätte es gerne zentral geregelt. Alles klar. Ich bin für Bundesländer, ich komme aus der Landespolitik, aber es gibt Dinge, die muss man zentral regeln. Gut, dann hätte ich noch eine abschließende Frage an Sie. Sie sind ein Ingenieur. Ja. Wann haben Sie Ihr letztes Möbelstück zusammengebaut? Sagen Sie explizit ist, keine Marke. Das ist jetzt keinen Monat her, weil ich vor etwa einem Monat übersiedelt bin und da habe ich einen Couchtisch zusammengebaut. Steht er noch? Der steht, ja. Und wo ist dabei? Es war jede Schraube dabei. Wunderbar. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Danke. Wir machen gleich noch ein Selfie. Ich verabschiede mich so schnell. Gut, Leute, das war ein Marbacher Sommergespräch. Oder das war ein Marbacher Sommergespräch. Ich hätte es Gespräche nennen sollen, oder? Nächstes Mal dann. Anyway, Leute, der 15. Oktober ist bald da. Mir ist es völlig blunzen, wo ihr euch Geißel macht. Ob ihr 1, 2 oder 5 auf dem Wahlzettel macht. Mir ist nur wichtig, dass es wählen geht. Wie gesagt, es ist unser Privileg, wir können und sollen es nutzen. Ich hoffe, diese Sendungen haben euch irgendwie Klarheit gebracht. Bitte, wenn ihr noch Fragen habt zur FPÖ, aber auch zur SPÖ, ihr könnt unter den Videos die Fragen schreiben. Ihr könnt den Herrn Hofer markieren, er wird sicher antworten. Oder seine Kollegen. Er hat einen sehr starken Facebook-Auftritt, wir wissen schon, wie es geht. Also stellt Fragen. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 5 Jahren, wird wieder gewählt, wenn alles klar geht. Gell? Hoffentlich sehen wir uns vorher. Nein, in so einem Umfeld. Nein. Okay. Also, danke fürs Zuschauen und es ist Freitag, habt ihr schon das Wochenende und bis bald.